Ja, jetzt ist der Roger Baumler bei mir. Er hat soeben sein Programm beendet und wir wollen mit ihm ein kurzes Interview können zu machen. Roger, du hast dich nochmal gesteigert gegenüber der Meisterschaft. Bist du zufrieden mit deinem Resultat? Ja, das Gesamtresultat ist solid, glaube ich. Das ist echt ein schlechter Start. Ich habe lange nicht reingekommen. Dort habe ich ein bisschen viel vergeben. Und wenn man den Gülli gut startet, geht es hinten raus auch besser. Und, ja. Aber grundsätzlich ist es solid, ja. Du bist vor acht Jahren, 2015, hier Schweizer Meister geworden. Dann zumal hast du, glaube ich, vom 10. Rang dich auf den 1. Rang gekämpft oder auch aus den hinteren Regionen. Und du hast ein Resultat gehabt, das fast gleich hoch war, gesamthaft wie heute. Ich glaube, es sind um 8 Kilo Differenz. Was ist heute anders, damit es Haufen hat, die mehr machen? Ja, es war natürlich eine andere Bahn. Es ist von 3 weggegangen, vor 2015. Heute ist 1 bis 4 und das, die Bahnen bringen halt mehr Resultate oder höhere Resultate. Und das ist sicher der Unterschied zu Donau, oder? Okay. Und was hast du jetzt das Gefühl, für was, wie weit längt dieses Resultat jetzt gesamthaft? Ja, ich denke, das wird vielleicht gewinnen, Rang, aber das wird etwas sonst bleiben, gesamthaft. Also keine Hoffnung, dass du jetzt noch weit vorkommst? Ich glaube nicht. Da hätte ein bisschen mehr müssen kommen. Okay, danke vielmals, Roger. Nochmal herzliche Gratulation für dein Resultat. Danke dir vielmals, Mike. Merci. Ja, jetzt der Philipp Imhof bei mir. Er hat sein Programm gerade beendet. Und Philipp, du hast ein Hammer-Resultat gekegelt. Was sagst du dazu? Was war dein Eindruck gewesen? Ja, ich bin natürlich zufrieden mit diesem Resultat. Gegenüber der Meisterschaft so viel können steigern, habe ich nicht erwartet. Das Ziel war schon 1700. Aber ich habe halt auf dem 4. habe ich etwas geändert. Ich bin ein bisschen höher raus gegen die 1. Und dann sind die Babeln gekommen. Und das hat es auch ausgemacht. Es erstaunt einem manchmal, wie wenig es braucht, um etwas zu ändern und dann ein Resultat zu machen, das wahrscheinlich fast 100 Kegos ist, merkst du, oder auch 90 oder so. Und wie spürt man das eigentlich, was man so muss ändern muss und was man, um etwas zu verbessern? Ja, spüren. Ich spüre es eben schon. Ich kegle hier nicht seit 3 Monaten. Oder? Ich kegle auch schon über 40 Jahre. Und man muss manchmal schon etwas auch ein bisschen probieren. Halt ein bisschen höher oder tiefer. Es kann mal in die Hose gehen. Du hast ja das Jahr schon den Einzelcup gewonnen, der Schweizerisch. Also man kann sagen, du bist ziemlich gut in Form im Moment. Was ist dein allgemeiner Eindruck dazu? Ja, es hat jetzt heuer auch gepasst. Ja, es ist ja so. Senioren und bei den aktiv, oder wie man denen will sagen, hat es gelenkt. Nächstes Jahr sieht es auch wieder anders aus. Du hast jetzt mit deinem Resultat deutlich die Spitzen übernommen. Was glaubst du, wie weit lenkt das am Schluss? Also rechnen wir noch aus, vielleicht noch 1, 2. Aber der Martin oder Roski oder Gexu natürlich kann ich auch nicht haben. Okay, ich danke dir. Vielen Dank für das Interview und, und alles Gute weiterhin und herzliche Gratulation. Merci. Merci, ja, danke. Ja, jetzt Elvira Fritsch bei mir. Sie hat soeben ihr Programm beendet. Sie ist Titelverteidigerin. Sie hat vor 2 Jahren Schweizer Meistertitel gewonnen und vor 4 Jahren war sie Zweite gewesen. Das Jahr hast du zwar gesteigert jetzt im Finale, aber es wird nicht für eine Medaille reichen. Wie siehst du das? Also ich denke auch, dass es nicht wird länger für eine Medaille, aber ich bin mega happy, dass ich heute, dass ich mich um 60 Holz habe können steigern und von dem her voll zufrieden. Was macht jetzt so Unterschied zu den letzten 2 Mal Schweizer Meisterschaft, dass der hier nicht ganz vorne gelangt hat? Weil ich die Vormeisterschaft versiebt habe. Ganz einfach. Ich habe dort den Kranzspick völlig nicht gefunden, die ich jetzt heute doch viel besser hatte. Was sicher auch noch ist, bei mir jetzt einfach im Speziellen, ich habe das letzte Jahr sehr reduziert mit Kegeln und von dem her kann ich eigentlich nur noch ein bisschen von der Routine zehren. Aber von dem, man merkt es einfach, dass ich durch das halt Konstanz nicht mehr habe. Aber jetzt tust du wieder mehr Kegel engagierter, willst du wieder weiterführen in Zukunft? Ja, weiter vorne kommen ist immer schön, ja, auf jeden Fall. Also ich werde es probieren, ja, ich werde, ja.
Herzlichen Dank, Elvira, für das Interview und wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und herzliche Gratulation nochmal für dein Resultat. Merci. Danke vielmals. Ich habe jetzt die drei Erstklassierten von dem Schweizer Meisterschaftsfinal 200 Wurf bei mir und darf mit ihnen ein kurzes Interview jeweils machen. Ich fange mit der Drittklassierten an, mit der Ursula Eilinger. Sie kennt das bestens. Sie war auch schon Schweizer Meisterin. Du warst schon im Einzug-Göb dabei. Du kennst dich mit Finals aus. Wie war dein Gefühl heute? Überraschend gut. Ich bin eigentlich ein bisschen enttäuschend aus der Ausscheidung raus. Bin ich gegangen. Haben mir vorgenommen, mich zu steigern. Und ist mir recht gut gelungen. Überrascht von Bahn 3 und 4. Und wie es ist, man weiss immer, wo man muss gehen muss. Punkte aufholen und verloren habe ich das Bahn 1 und 2. Dafür bin ich umso mehr überrascht auf Bahn 3 und 4. Gut, du hast ja heute ziemlich eine Aufholjagd eigentlich gestartet, ein bisschen von hinten vorne und hast gezeigt, was du eigentlich wirklich kannst. Und die Rennabrechnung, bist du jetzt zufrieden mit dem? Ja, ich bin sehr gut zufrieden. Mehr kann man immer, das wissen alle und sagen wahrscheinlich auch alle am Schluss, aber summa summarum bin ich zufrieden, danke. Ursula, herzlichen Dank und herzliche Gratulation zu der Bronzemedaille und zu deinem tollen Ergebnis. Besten Dank. Dann gehen wir weiter zu der Claudia Küng, auch sie, eine Dame mit schon einem recht grossen Palmarès, ich glaube, man darf das sagen, auch schon Schweizer Meisterin gewesen und auch schon im Finale und Europameisterin der NBN. Wie war das für dich heute jetzt gewesen? Ja, mit dieser Aussicht, dass es wahrscheinlich nicht ganz vorne lenkt, weil doch ein grosser Rückstand ist da gewesen und auf der anderen Seite ist der Ehrgeiz da. Wie war es für dich jetzt gewesen? Ich war nervöser als die anderen Jahre, als ich schon im Finale kam. Und ich hatte wirklich das Ziel, eine Medaille zu behalten, wenn es geht, und nicht Erste zu werden, weil ich wusste, dass das nicht wird. Fast nicht wird möglich sein. Und ich bin nach dem 2 bin ich recht schockiert gewesen, weil es halt einfach nicht gut gelaufen ist. Aber dafür ist dann, wie bei der Ursula, das 3 und das 4 umso besser gelaufen. Und ich bin sehr zufrieden. Aber die Gesamtabrechnung ist ja heute doch gesteigert gegenüber dem letzten Mal. Und das ist ja nicht immer im Finale der Fall. Viele schaffen das nicht, sich im Finale nochmal zu steigern. Dir ist das gelungen. Würdest du dich trotzdem als jemanden bezeichnen, der recht nervenstark ist? Ja. Ja, ja, also das Knie wackelt vor allem auf dem Eis einmal bei den ersten paar Würfen. Und da weiss ich ja, dass das so ist. Und dann, wenn man wenn es überhaupt nicht läuft, wie auf dem 2, wo ich immer den König abgeräumt habe. Oder wenn man ein Loch macht. Aber irgendwie habe ich schon gemerkt, dass ich trotzdem relativ ruhig bleiben kann. Mal, ich glaube schon, dass ich gute Nerven habe. Sehr gut. Ich danke dir und auch dir nochmal ganz herzliche Gratulation für deine Leistung und zur Silbermedaille. Belinda Immos, du hast ein längs Palmarès dieses Jahr. He? Du warst Schweizermeisterin oder bist Schweizermeisterin bei unserer Schwester, Schwesterverband bei den Freien. Du bist jetzt Schweizermeisterin hier. Du hast Firmensport, bist Erste gewesen. Und im Schweizer Einzug-Göb bei den Sportkegler hast du ganz knapp, darf man sagen, nur in Anführungsstrichen, den zweiten Rang erreicht. Also zuerst mal ganz, ganz herzliche Gratulation dazu. Wie würdest du das für dich zusammenfassen, das Jahr? Wie war das jetzt für dich gewesen, mit all diesen tollen Leistungen so ein Jahr zu spielen? Also ich habe das ganze Jahr extrem Nerven gebraucht und überglücklich über das ganze Jahr und eigentlich froh, dass es jetzt wirklich langsam zu Ende ist, weil ich bin kaputt. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, du hättest irgendwelche Nerven. Du hast so souverän gespielt heute und so ein starkes Resultat auf die Bahn hergelegt, dass man, ja, ich kann fast nur Superlative brauchen für das. Und du hast absolut bestätigt, dass du eine würdige Schweizer Meisterin bist. Bist du überrascht gewesen von deinem Resultat? Ja, eigentlich schon, weil ich habe nie mit dem gerechnet. Weil ich habe gestern auch den ganzen Abend
das Gefühl hatte, Claudia Miechs heute. Warum auch immer. Weil wir den Heimberg gesehen vor einer Woche, wie schnell so ein Vorsprung weg ist. Und was mich am meisten überrascht hat, ist die ersten zwei Bahnen, wo ich normal im Kranzspick nie so viel mache. Dafür eher im Babyspick. Und ja, Bahn 4 hat mich heute im Stich gelassen. Heute. Aber ich bin zufrieden. Gut, wenn man dem kann sagen, sie hat ihm im Stich gelassen und schlussendlich zählt ja das Gesamttotal und nicht die einzelne Bahn. Aber es ist klar, in der Kritik tut man das natürlich irgendwie analysieren. Auf jeden Fall dir ganz, ganz herzliche Gratulation für die tolle Saison und der super Schweizer Meisterschaft. Herzliche Gratulation zur Goldmedaille. Danke vielmals. Dann wollen wir jetzt uns noch den Herren zuwenden. Und wir haben ausnahmsweise vier Herren da. Und zwar haben wir zwei gleich klassiert im dritten Rang, haben beide 3400 Holz erzielt. Und deshalb natürlich werden wir auch alle zu ihrem Wettkampf befragen. Ich fange an mit dem Martin Slanzi. Du bist einer von diesen Drittklassierten. Ich glaube, die Bahn hier, da bist du einer der Favoriten. Ich glaube, du bist einer, der hier immer sehr starke Resultate kegelt. Wie war für dich die Ausgangslage vor der Meisterschaft schon? Ja, vor der Meisterschaft hatte ich schon das Gefühl, also, wenn nicht hier, wenn dann. Aber an der Meisterschaft war es halt so, dass man einen bösen Tag gezogen hat, nicht das können leisten, was man wollte. Ich war dann gleich zufrieden mit dem fünften Platz in der Meisterschaft und konnte jetzt noch ein bisschen führen schaffen. Also, Momo, wenn die anderen nicht mehr können, ich habe es gebracht, ich habe es probiert. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, bitte. Und dass du ein Spitzenkegel bist, das hast du ja auch schon bewiesen. Du hast ja den Einzelcup gewonnen. In Summa Brada vor einem Jahr war das. Du bist mit der Kantonemannschaft immer oder zum Teil erfolgreich unterwegs, mit höchstem Resultat. Und ich glaube, wir wissen alle, wie gut dass du kegeln kannst. Es hat jetzt hier nicht ganz gelenkt. Ist jetzt eine Enttäuschung gross? Nein. Es ist so viel abhängig vom Tag, von der Stunde, wie man sich fühlt. Was hat man gemacht in der Woche? Es kommen so viele Komponenten zusammen. Und wenn du noch zwei vorne dran hast, die es könnte heben und weiterhin so stark spielen, dann ist es einfach noch schwieriger, noch mehr zu machen als die anderen. Also, ich gratuliere Ihnen recht herzlich. Merci Martin und auch dir ganz herzliche Gratulation zu diesem tollen dritten Rang. Dann gehe ich weiter zum Philipp Imhof. Der Philipp ist einer, der das Feld von hinten aufgerollt hat, kann man heute sagen. Du hast heute das tageshöchste Resultat erzielt. Wie hast du dir die Chance ausgerechnet gehabt vor dem Finale, dass du da noch vorkommen könntest in die Medaillenränge? Ja, gerade in die Medaillen habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich habe einfach gehofft, eben die 1700 zu machen, wo ich für mich das Gefühl hatte, das bin ich fähig. Und dass es gerade so gut geht im Babyspick, ist für mich schon ein eine Überraschung. Also ich bin zufrieden. Danke. Ich glaube, dass du nervenstark bist, das darf man sagen. Du hast ja auch den Schweizer Einzelcup dieses Jahr gewonnen. Und du bist ja nicht das erste Mal in einem Finale und hast schon öfter so gute Resultate gezeigt. Kann man das so sagen, dass du mit den Nerven eigentlich nicht Probleme hast an so einem Finale? Ja, das ist ja so. Ich bin auch heute eigentlich gar nicht nervös gewesen. Ich glaube, ich habe nicht einmal geschwitzt, als ich gekegelt habe. Es ist auch gleich mehr ein bisschen eine Kopfsache. Wenn der Kopf parat ist, dann geht's. Gut, Philipp, ich danke dir ganz herzlich und Gratulation auch für deine tolle Saison, die du jetzt gehabt hast und zu der heutigen Bronzemedaille. Okay. Wenn es dir am Ende um etwas geht, dann muss man immer auch mit dem Oskar Stettler rechnen. Den muss man immer ein bisschen im Auge haben. Und ich glaube, das hier ist auch eine Bahn, die du eigentlich sehr gerne kegelst. Darf man das so sagen? Ja, das darf man so sagen. Ich kegle sehr gerne da drauf. Und jetzt, seit dem Sommer, läuft die Bahn wieder ganz schön. Vorher sind sie ein bisschen schwieriger gewesen zum kegeln. Jetzt laufen sie wunderbar. Man hat auch gesehen, dass es 1700 Resultate gegeben, was vorher schon sehr, sehr schwer war. Und jetzt kann man es wieder kegeln. Wunderbar.
Wie war das vor dem Finale und während dem Wettkampf? Wie hast du dir die Chancen ausgerechnet, dich zu steigern und allenfalls Erster zu werden? Ja, das war sehr schwierig. Mein Ziel war eine Medaille. Mit der Medaille bin ich immer zufrieden, ob erst, zweiter oder dritter. Und habe es bestätigen mit zweiten Rang. Ich war der zweithöchste heute von allen Keglern. Ist super, danke, ist gut. Ja, ich glaube, du hast eben gezeigt heute, dass man mit dir muss rechnen muss wieder und du eine starke Leistung heute gebracht hast. Und auch für das und deine Silbermedaille ganz, ganz herzliche Gratulation. Merci, Oskar. Danke vielmals. Peter Gexo Gigax. Du hast natürlich ein Hammerresultat hergelegt in der Meisterschaft mit 17,50, wenn ich es recht im Kopf habe. Und bist natürlich gleich trotzdem, denke ich, ein bisschen unter Druck gewesen. Du hast einen grossen Vorsprung gehabt von rund 36 Goals. Wie war für dich das Gefühl gewesen vor dem Wettkampf? Ja, es war gleich ein bisschen anspannend gewesen, weil noch einmal 1700 zu bringen, das musst du schon zuerst machen, hier drauf. Und wie war es dann während dem Wettkampf? Ich glaube, auf dem 1 und 2 hast du ja herausragend gekegelt. Oder? Da hast du ja gegenüber einem Moski sogar noch 2 Holz mehr gehabt. Auf dem Bahn 3 hat es einen Moment ein bisschen geharzt und bist ein bisschen zurückgefallen. Hat das dich verunsichert? Eigentlich nicht. Ich hatte meinen Plan im Kopf und das so durchgezogen. Und dann auf dem 4 wollte es am Anfang nicht anhängen. Und dort habe ich gerade ein bisschen gewackelt. Wenn man dem so sagen kann, gewackelt. Aber ich glaube, über alles gesehen, eine absolut herausragende Leistung und ebenfalls ein hochverdienter Schweizer Meister. Und dazu eine ganz herzliche Gratulation, Gexo.